Also wir sind glücklich darüber und wir sind auch stolz, dass wir weitergekommen sind, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Das wird von uns erwartet, das ist auch unser Ziel. Wenn man es dann geschafft hat, ist das trotzdem auch ein großes Glück und wir sind sehr froh, dass wir zur EM können. Da waren wir im letzten Jahr nicht, das hatten wir uns fest vorgenommen. Also ich finde schon, dass es Spaß macht, unserer Mannschaft in der Offensive zuzusehen. Ich finde aber, dass wir für unsere neu gebaute Defensive auch ein sehr gutes Turnier hier gespielt haben und ich bin sehr zufrieden, gerade mit den Innenverteidigern und ich denke, da haben wir auch noch Potenzial, es bei der EM weit zu schaffen. Ja, wir waren über 90 Minuten klar überlegen, haben zwar nicht so ganz unser Kombinationsspiel aufgezogen, so wie wir es können, aber gegen Tschechien hat es gereicht, 5 Tore, ja, kann man eigentlich nicht meckern. Mit 4 Toren warst du bis jetzt die beste Torschützin im deutschen Team. So insgesamt, wie einfach war denn das jetzt so an den 3 Tagen Tore zu schießen? Oder an den 3 Spieltagen Tore zu schießen? Ja, Tore zu schießen ist natürlich nie einfach. Aber ja, ich hatte halt irgendwie ein paar gute Tage, habe meine Tore gemacht. Aber es ist wichtig, dass auch andere ihre Tore machen, vor allem die Stürmer. Das haben sie auch gemacht. Und im Endeffekt ist es egal, wer die Tore macht und Hauptsache wir gewinnen. Ja, ich denke, wir haben gut gestartet, haben da ein bisschen nachgelassen in der zweiten Halbzeit. Haben aber unsere Tore gemacht, haben souverän gewonnen und ich denke, das zählt. Ja. Und wie war so insgesamt so die 3 Spiele für dich? Also war es einfacher als gedacht vielleicht? Ja, nee, wir wussten, dass es schwere Gegner sind und so ist es auch gekommen. Gegen Spanien haben wir nicht so ein überragendes Spiel gemacht, trotzdem etwas glücklich geworden, aber die anderen 2 Siege waren auch souverän und verdient auf jeden Fall. Ja. Und jetzt waren die Griechen und die Tschechen, die sind beide auch relativ robust zu Werke gegangen. Wie war denn das so aus eurer Sicht, aus Spielersicht? Ja, man muss sich darauf einstellen, einfach den Ball schnell laufen lassen und ja, möglichst die 2-Kämpfe vermeiden und dann geht es schon. Und was erwartest du jetzt von der Europameisterschaft? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir die erfolgreich abschließen. Dazu müssen wir aber noch viel arbeiten und ja, wir fahren dahin, um den Europameistertitel zu gewinnen.